Warum hat der Basilisk den Horcrux in Harry nicht vernichtet? Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video besprechen wir einen Moment in Harry Potter, als Harry im zweiten Teil fast besiegt wurde. Nach der Kammer des Schreckens haben sich viele Fans die Frage gestellt, warum wurde der Horcrux in Harry nicht zerstört, nachdem er vom Basilisken gebissen wurde? Das ist eine sehr berechtigte Frage, denn das Gift des Basilisken ist eine der bekannten Methoden zur Zerstörung eines Horcruxes. Wenn Basiliskengift Horcruxe zerstören kann und Harry ein Horcrux in sich trägt, warum wurde er dann nicht zerstört? Wir wissen, dass Harry in der Kammer des Schreckens im Besitz des Tagebuchs von Tom Riddle war, demselben Tagebuch, das er benutzte, um Informationen über die Kammer des Schreckens zu erhalten. Als er schließlich den Eingang zur Kammer fand und Parsel sprach, um sie zu öffnen, wurde er mit einigen Herausforderungen konfrontiert. Zum Beispiel eine Erinnerung von Tom Riddle, die durch das Tagebuch aufbewahrt wurde, und dann ein gigantischer Basilisk, auch bekannt als die Schlange von Slytherin, eine Kreatur, die von Salazar Slytherin selbst, einem der vier Gründer von Hogwarts, aufgestellt wurde. Ursprünglich sollte der Basilisk die Schule von allen Muggelgeborenen befreien und konnte nur vom rechtmäßigen Erben Slytherins kontrolliert werden. In der Kammer des Schreckens sehen wir, wie Schüler von Hogwarts von dem Basilisken angegriffen werden. Wenn Opfer gefunden werden, befanden sie sich meist in einem versteinerten Zustand. Es ist erwähnenswert, dass Harry zwar in der Lage war, mit dem Basilisken in Parsel zu sprechen, aber keine Kontrolle über ihn hatte. Wir wissen, dass Tom Riddle als Erbe von Slytherin Kontrolle über den Basilisken hatte. Wenn der Basilisk dich direkt ansieht, stirbst du sofort, aber wenn man ihn indirekt ansieht, wirst du nur versteinert. Als Harry die Macht des Basiliskenblicks erkannte, ist er mehr als verängstigt und flieht ohne einen wirklichen Plan vor ihm. Glücklicherweise kommt Fox, der Phönix von Dumbledore, und kratzt dem Basilisken die Augen aus. Dies blendet den Basilisken und macht die Sache für Harry viel einfacher. Aber nur weil der Basilisk nicht mehr sehen kann, bedeutet das nicht, dass er nicht mehr tödlich ist. Er ist immer noch eine riesige Schlangenkreatur mit scharfen Zähnen und einem Killerinstinkt und kann Harry auf andere Weise schwer verletzen. Allerdings gibt das Wissen, dass der Basilisk blind ist, Harry gerade genug Selbstvertrauen, um sich selbst zu wehren. Mit dem Schwert von Godric Gryffindor in der Hand besiegt Harry schließlich den Basilisken, dessen Macht gebrochen wird und dessen Bedrohung für Hogwarts endgültig besiegt ist. Es ist ein weiterer Sieg für Harry und seine Freunde, die ihre Kräfte und Fähigkeiten immer wieder beweisen, wenn es darauf ankommt. Es wird nicht speziell erwähnt, aber es ist möglich, dass das Basiliskengift nicht in der Lage war, Harrys Horcrux zu zerstören, weil es eine zu geringe Konzentration hatte. Es wird auch erwähnt, dass die Zerstörung von Horcruxen ein komplexer Prozess ist, der mehr als nur eine bloße Berührung mit dem Basiliskengift erfordert. Außerdem ist Harry ein menschlicher Körper und nicht nur ein Gegenstand, der potenziell unter dem Einfluss von Zauberei steht, was es ihm ermöglicht, seinen Horcrux besser zu schützen. Als Harry den Basiliskenzahn aus seinem Arm zog, wusste er, dass er durch das Gift verwundet worden war, und er spürte, wie sich das Gift ausbreitete. Doch zum Glück für Harry ist er wieder einmal ein Glückspilz, denn Fox war noch anwesend und rettete Harrys Leben gerade noch rechtzeitig mit seinen Tränen. Den Tränen des Phönix wird eine immense Heilkraft nachgesagt, die unter anderem Wunden von Menschen heilen kann, die mit Basiliskengift infiziert wurden. Es wurde nicht spezifisch erklärt, warum das Basiliskengift in Harry keinen Einfluss auf den Horcrux hatte. Möglicherweise hat die Heilkraft der Phönixtränen das Gift neutralisiert und den Horcrux damit geschützt. Es ist jedoch auch möglich, dass das Basiliskengift keine Wirkung auf Horcrux hatte, solange diese sich in einem menschlichen Körper versteckten. Es bleibt ein Rätsel und wurde nicht im Detail erklärt. Ja, Fox hat Harrys Leben gerettet, indem er seine Tränen auf ihn fallen ließ. Da Harry nicht tatsächlich gestorben ist, konnte das Basiliskengift nicht in den Horcrux eindringen und ihn zerstören. Es ist wichtig zu beachten, dass Harrys Überleben auch dazu beigetragen hat, dass der Horcrux intakt blieb, weil das Gift nicht in den Horcrux an sich eindringen konnte. Ich denke, es war eine Kombination aus Fox' Heilkräften und Harrys Überleben, die es ermöglichte, dass der Horcrux nicht zerstört wurde. Aber das ist alles nur Theorie. Ich denke, einer der Gründe, die ich genannt habe, wird es wohl sein. Aber ich kann natürlich nicht sagen, welcher genau es war, denn das wurde nie bestätigt und wird wahrscheinlich auch nie bestätigt werden, so wie wir J.K. Rowling kennen. Nach dem Vorfall in der Kammer des Schreckens ist Harry zwar verletzt, aber er ist am Leben und kann sich darüber freuen, dass das Schuljahr in Hogwarts doch noch erfolgreich geendet hat. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.